Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine hat das Parlament das Ende der Ära von Präsident Janukowitsch eingeläutet. Die Abgeordneten enthoben ihn heute des Amtes und setzten Neuwahlen im Mai an. Janukowitsch hat Kiew bereits verlassen. Mit einem Fernsehinterview meldete er sich aus dem russlandfreundlichen Osten der Ukraine zu Wort und bestritt die Rechtmäßigkeit der Parlamentsbeschlüsse. Unter anderem hatten die Abgeordneten die Haftentlassung von Oppositionsführerin Timoschenko verfügt. Die Widersacherin von Janukowitsch will nun für das Präsidentenamt kandidieren. In Freiheit. Die ersten Worte Julia Timoschenkos, als sie das Gefängnis in Charkiw verlässt. Das Parlament in Kiew ebnete heute mit einem Erlass ihre Freilassung. Sie will noch heute Abend nach Kiew fliegen und auf dem Maidan vor ihren Anhängern reden. Die besten Söhne unseres Landes sind durch den Kugelhagel gegangen. Sie haben alles für unser Wohl gegeben. Nun haben wir nur eine Aufgabe, kein Blutvergießen mehr. Wir können keinen einzigen Tropfen Blut vergessen. Neue Gesetze, neue Köpfe. Das Parlament ist die treibende Kraft für den Wandel des Landes. Schlag auf Schlag folgten heute Entscheidungen. Ein neuer Parlamentspräsident, ein neuer Innenminister, vorgezogene Präsidentschaftswahlen und die Amtsenthebung des Präsidenten. Unsere Hauptaufgabe war, die erhitzten Gemüter im Volk zu beruhigen. Und das geht nur, wenn wir auf die Hauptforderung der Menschen auf den Straßen eingehen. Die Menschen wollen, dass die Justiz funktioniert, dass die Korruption verschwindet. All diese Missstände haben sie zu Demonstranten gemacht. Es ist wohl sein letzter Auftritt. In einem Interview mit einem regionalen Sender hatte Präsident Janukowitsch die Vorgänge in Kiew heute Nachmittag als Staatsstreich bezeichnet. Sämtliche neuen Gesetze seien illegal, sagte er. Er sei gar nicht zurückgetreten. Auf dem Maidan glaubt niemand mehr den Worten des abgesetzten Präsidenten. Er hat seltsam ausgesehen. Er hat gar nicht verstanden, was hier vorgeht. Janukowitsch wird ins Gefängnis wandern. Er ist eine sterbende Schlange. Der Machtwechsel in Kiew scheint vollzogen. Zur Lage in der Ukraine nun direkt aus Kiew, meine Kollegin Goline Atay. Der König ist tot, lang lebe die Königin. Mit diesen Worten kommentierten heute viele Beobachter die Ereignisse in Kiew. Julia Timoschenko ist vor wenigen Minuten auf dem Maidan hier hinter mir eingetroffen. Mit den Worten Ruhm der Ukraine. Sie wurde von den Menschen empfangen mit Rufen Julia ist frei, Julia ist frei. Und Julia Timoschenko soll bereits ihre Absicht verkündet haben, an den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen am 25. Mai teilnehmen zu wollen. Das Letzte, das wir vom abgesetzten Präsidenten Janukowitsch wissen, ist, dass er offenbar daran gehindert worden sei, im Süden des Landes, in Donetsk, ein Flugzeug zu besteigen in Richtung Russland. Und auf dem Maidan, da sind viele Menschen stolz, an einem historischen Augenblick teilzunehmen. Sie sagen, dass die Ereignisse, dass die Demonstrationen der letzten 3 Monate gezeigt hätten, dass die Demonstranten keine Extremisten seien, sondern es geschafft hätten, jederzeit die Machthaber des Landes zu kontrollieren. Trotzdem ist die Stimmung im Moment gedrückt. Wir hören Trauergesänge. Wir haben mehr Tränen als Lachen gesehen, mehr Trauer als Freude. Immer noch werden Tote aufbewahrt auf der Bühne, auf dem Maidan. Mit diesen Eindrücken zurück zu Jens Rieber. Zu den Ereignissen in der Ukraine sendet das Erste heute einen Brennpunkt um 20.15 Uhr direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Außerdem können Sie sich bei tagesschau.de auf dem Laufenden halten, unter anderem per Live-Ticker. Der UN-Sicherheitsrat hat sich überraschend einmütig an die Konfliktparteien in Syrien gewandt. Sie müssten sicherstellen, dass die Bevölkerung überall in dem Bürgerkriegsland Hilfe erhalte. Auch China und Russland stimmten für die Resolution. Vor allem Russland, das weiter als Verbündeter des Assad-Regimes gilt, hatte bisher mit seinem Veto immer wieder Beschlüsse des Rats zum Syrien-Konflikt blockiert. Also doch einstimmig.
Nach langem Tauziehen haben alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates der Syrien-Resolution zugestimmt. Sie soll vor allem die Situation der leidenden Zivilbevölkerung verbessern. So fordert die Resolution freien Zugang für humanitäre Hilfe in belagerte Städte wie Homs und Aleppo. Sie ächtet alle Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen. Außerdem verurteilt sie alle Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen durch Regierung und Regierungsgegner. Das Signal an das syrische Regime ist eindeutig. Hören Sie auf, Ihre eigene Bevölkerung zu töten. Stoppen Sie die Luftangriffe, vor allem mit Fassbomben. Heben Sie die Belagerungen auf und lassen Sie humanitäre Hilfe zu denen, die sie so dringend brauchen. Mit dem Beschluss demonstriert der Sicherheitsrat Einigkeit, aber es ist nur ein Minimalkompromiss. Vor allem die russische Seite verhindert eine härtere Gangart gegen die syrische Regierung. Auf ihren Druck sieht die Resolution bei Verstößen keine konkreten Sanktionen vor. In Italien ist die neue Regierung von Ministerpräsident Renzi vereidigt worden. Die Hälfte des 16-köpfigen Kabinetts sind Frauen. Das Schlüsselressort Wirtschaft und Finanzen übernimmt der Chefvolkswirt der OECD, Padoan. Der 39 Jahre alte Sozialdemokrat Renzi will schon bald zahlreiche Reformen auf den Weg bringen, unter anderem beim Wahlrecht und beim Steuersystem. Stilwechsel in Italiens Politik, Frau und Kinder brachte Matteo Renzi mit zu seiner Vereidigung in den Präsidentenpalast. Doch noch größer als der Stilwechsel ist der Politikwechsel. Matteo Renzi ist mit 39 Jahren Italiens jüngster Ministerpräsident und sein Kabinett ist im Schnitt nur wenig älter. Außerdem ist es eines der kleinsten, das Italien je hatte, mit nur 16 Ministerämtern, davon sind 8 mit Frauen besetzt. Ausdruck von Renzis Reformwillen. Koalitionspartner Angelino Alfano von der Mitte-Rechtspartei NCD ist mit 44 Jahren schon einer der Älteren hier im Gespräch mit der neuen Außenministerin Federica Mogherini. Auffallend herzlich war der Händedruck von Staatspräsident Giorgio Napolitano, der Renzi in einer Personalie zum Einlenken bewegte. Finanzminister wird der Chefökonom der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Piercarlo Padoan, eine Personalie, die vor allem den kritischen Europäern und den Finanzmärkten Kontinuität vermitteln soll. Padoan soll erst in den nächsten Tagen vereidigt werden. Kühl dagegen verabschiedete sich Enrico Letta, der von Renzi erst vor wenigen Tagen gestürzt worden war. Die Übergabe der Amtsglocke verlief fast ohne Worte. Die Regierung Renzi ist die 4. italienische Regierung in nur 4 Jahren, die Reformen verspricht. Geliefert wurde bisher wenig. Ausgerechnet der durch einen außerparlamentarischen Coup an die Macht gekommene Renzi, er ist jetzt Italiens letzte, aber auch größte Hoffnung, aus der Krise herauszukommen. Auch im Interesse Europas und des Euros ist dies Renzi zu wünschen. Papst Franziskus hat in Rom 19 neue Kardinäle ernannt, unter ihnen der deutsche Erzbischof Müller. Der 66-Jährige ist Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan und hält sich streng an die offizielle Linie der Amtskirche. Für Papst Franziskus war es die erste Vollversammlung der Kardinäle seit seiner Wahl vor einem Jahr. An der feierlichen Zeremonie im Petersdom nahm auch der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. Teil. Der Dopingfall um die Biathletin Sachenbacher Steele ist jetzt auch ein Fall für die Justiz. Die Staatsanwaltschaft München hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. Bereits gestern wurden der Bundesstützpunkt der Biathleten in Ruhpolding sowie 2 private Gebäude durchsucht. Dabei seien Nahrungsergänzungsmittel gefunden worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Unklar sei, ob der Fund mit dem Dopingfall Sachenbacher Steele in Verbindung stehe. Langlauf statt Biathlon heute in der Chiemgau Arena. In Ruhpolding trainiert Efi Sachenbacher Steele. Normalerweise hier wird sie betreut. Die Durchsuchung kam unerwartet am Stützpunkt und an ihren Wohnorten. Die sichergestellten Nahrungsergänzungsmittel werden nun analysiert. Es ist unbedingt erforderlich, das Umfeld, das zu diesem Doping beigetragen hat, genauestens zu untersuchen. Und wir werden da selbstverständlich mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Efi Sachenbacher Steeles Ergebnisse von Sochi sind rückwirkend gestrichen worden, darunter auch der 4. Platz der deutschen Mixed-Staffel. Das Stimulans Methylhexanamin ist möglicherweise über eines von bis zu 7 Nahrungsergänzungsmitteln in ihren Körper gekommen. Ein namentlich nicht genannter Mentaltrainer und Gesundheitsberater soll sie ihr gegeben haben. Für uns ist allerdings wenig nachvollziehbar, dass eine so erfahrene Athletin wie Efi Sachenbacher Steele es ja ist, in dieser Weise mit Nahrungsergänzungsmitteln umgegangen ist und damit sich dieser Gefahr ausgesetzt hat.
Im Sportrecht gilt, jeder Sportler ist für seinen Körper und das, was darin gefunden wird, verantwortlich. Über die Länge ihrer Sperre muss nun der Biathlon-Weltverband, IBU, entscheiden. Die deutschen Biathleten haben am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele in Sotschi die Silbermedaille in der Staffel gewonnen. Das Quartett mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arndt Pfeiffer und Simon Schemp musste sich über 4x7,5 Kilometer nur Gastgeber Russland geschlagen geben. Die Männerstaffel ein absoluter Krimi. Vier Teams kommen praktisch gemeinsam zum letzten Schießen. Der deutsche Schlussläufer Simon Schemp trifft fünfmal und geht als erster wieder auf die Strecke. Doch direkt dahinter das russische Quartett. Auf der Zielgerade jedoch hat Simon Schemp dem Russen Schipulin nichts entgegenzusetzen. Gold für Russland, Silber für die deutschen Biathleten, aber ein versöhnlicher Abschluss der olympischen Wettkämpfe. Ähnliches gilt für die deutschen Snowboarderinnen. Bisher medaillenlos gewinnen sie im Slalom gleich zweimal. Silber für Anke Carstens, Bronze durch Amelie Kober. Gold holt die Österreicherin Dojmovic. Auch im Slalom der Skifahrer triumphiert mit Mario Matt ein Österreicher. Bester Deutscher auf Rang 4, Fritz Dopfer, nur 500stel Sekunden an Bronze vorbei. Für Felix Neureuther endet das Rennen frustrierend. Im zweiten Lauf fädelt der Partenkirchner ein und scheidet aus. Der Hamburger SV hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Niederlagenserie gestoppt. Nach zuletzt 7 verlorenen Spielen in Folge besiegte der HSV überraschend Borussia Dortmund mit 3:0. Ein Gesicht, das Bände spricht. Der Einstand von Mirko Slomka als neuer Trainer des krisengeschüttelten HSV hätte gelungener kaum sein können. Gegen das lethargisch agierende vermeintliche Spitzenteam aus Dortmund ging der Gastgeber dank der energischen Vorarbeit von Lasogga und des präzisen Kopfballs von Peter Jiracek kurz vor der Pause verdient in Führung. Der Ärger von Borussen-Coach Jürgen Klopp legte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Im Gegenteil. Die Hamburger präsentierten sich vor 57.000 Zuschauern zweikampfstark und eiskalt beim Abschluss. Pierre-Michel Lasogga mit dem 11. Saisontreffer zum 2:0 nach einer knappen Stunde. Den fulminanten Schlusspunkt für die wegen des Todes ihres Kultmasseurs Hermann Rieger mit Trauerflor spielenden Hamburger setzte Hakan Çalhanoğlu mit einem sage und schreibe aus 41 Metern Entfernung direkt verwandelten Freistoß zum 3:0 Endstand. Besser hätte der Tag für Mirko Slomka, den Neuen an der Seitenlinie, nicht enden können. Der 1. FC Nürnberg in Rot-Schwarz gegen Eintracht Braunschweig, ein packender Abstiegskampf. 32. Spielminute, rote Karte Nilsson, nach diesem Foul gegen Nielsen. Nur 2 Minuten später die Führung für die Gäste. Dominik Kumbela, der Dreifachtorschütze vom vergangenen Wochenende. Und er stand auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Foul von Raphael Schäfer. Gelb und Elfmeter für Braunschweig. Kumbela scheitert an Schäfer. 1:0 zur Pause für die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht. Genau 10 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Der Ausgleich durch Kiyotake. Braunschweig völlig überrascht. Und gleich mit dem nächsten Angriff die Nürnberger Führung durch Thomas Peckert. Innerhalb von weniger als 2 Minuten führte plötzlich der 1. FC Nürnberg und das in Unterzahl. Pinola im Zweikampf gegen Nielsen. Nach gut einer Stunde erneut ein Elfmeter für Braunschweig. Diesmal Bisacic erfolglos gegen Schäfer. 70. Spielminute. Reichel gegen Peckhardt, Elfmeter Nummer 3. Kiyotake gegen Petkovic und auch der wurde verschossen. Nürnberg aber gewinnt am Ende mit 2:1. Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Augsburg 2:4, Mönchengladbach-Hoffenheim 2:2, Stuttgart-Berlin 1:2. In der Partie Wolfsburg-Leverkusen steht es kurz vor Ende 3:1. Bereits gestern trennten sich Schalke und Mainz 0:0. Morgen trifft dann Frankfurt auf Bremen und Hannover hat München zu Gast. Die Tabelle: unveränderte Reihenfolge auf den vorderen 6 Plätzen, die Bayern souveräner Spitzenreiter. Leverkusen, Dortmund und Schalke jeweils nur durch einen Punkt getrennt. Berlin und Augsburg machen einen Rang gut. Die untere Hälfte wird von Hoffenheim angeführt, danach Hannover. Nürnberg rückt vor auf Platz 12. Hamburg und Freiburg tauschen die Ränge. Tabellenletzter ist weiter Braunschweig. Und hier die Lottozahlen. 25, 26, 30, 32, 39, 46, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Februar. Das Hoch über Südwesteuropa verbindet sich vorübergehend mit dem Hoch über Russland und so wird es in den nächsten beiden Tagen häufig sonnig bei uns. Am Dienstag lenkt dann ein Tiefausläufer von Westen wieder Regenwolken heran.
Heute Nacht regnet es vor allem im Südwesten noch gelegentlich. In höheren Lagen ist Schnee dabei, ansonsten teils wolkig, teils klar. Stellenweise bildet sich Nebel. Der Tag beginnt zum Teil mit dichteren Wolken, aber später setzt sich oft die Sonne durch. Am längsten dauert das von der Mitte bis in den Westen. Der südliche Wind wird morgen schwach bis mäßig, im Norden frisch mit stürmischen Böen auf den nordfriesischen Inseln. Am Oberrhein heute Nacht bis 5 Grad, im Bergland und bei klarem Himmel örtlich leichter Frost. Morgen wieder mild, vielerorts zweistellige Temperaturen, am kühlsten in der Eifel bei 6 Grad. Am Montag scheint verbreitet die Sonne und es wird sehr mild. Am Dienstag im Osten noch freundlich, während sich im Westen die Wolken wieder verdichten und gebietsweise Regen bringen. Am Mittwoch wechselhaft, aber immer noch mild. Um 23.30 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth mit den Tagesthemen und weiteren Reportagen und Analysen zum Umsturz in der Ukraine.